Guten Morgen zusammen oder auch Mahlzeit. Wir haben heute Samstag, es ist der 18. November, ein Hauch von Wind. Es ist kurz vor zwei und wir machen euch heute mal so ein paar kleine Einblicke aus der aktuellen Situation Kalaratjada und die Strände. Wir sind hier an der St. Moll und wir haben heute entspannte 23 Grad, aber nicht in der Sonne, sondern am Schatten. Es ist ein bisschen windig, aber ganz, ganz angenehm. Vereinzelt gibt es noch ein paar Leute, die hier an dem Strand liegen und sich sonnen bzw. auch ins Meer mit reingehen. Und ihr seht, das Wasser ist ganz schön blau, gibt ein paar kleine Schaumkrönchen, die sind dabei. Und ja, Monika zeigt es euch mal, wie es jetzt aktuell hier aussieht. Also der Urlaub jetzt hier aktuell würde schon Sinn machen. Vielleicht habt ihr Lust und wir zeigen euch gleich nochmal den Strand von der Cala Aguja und auch von der Cala Gat. Wenn ihr denn Lust habt, führen wir euch mit darüber und wir sahen hier einfach mal mit den Blicken hier, Sonne strahlt natürlich toll auf das Wasser mit drauf und spiegelt sich. Wir sagen hier Tschüss zusammen, Freunde von Kalaratjada. Wir sind jetzt an dem kleinsten der drei größeren Strände hier angekommen. Wir sind hier am Strand von Cala Gat und auch das wollen wir euch heute Samstag, mittlerweile sind es 14 Uhr, natürlich nicht vorenthalten. Der Himmel ist einfach strahlend blau. Das ist etwas, was man mit den paar kleinen Schäfchenwölkchen hier ganz gut wegschwitzen kann. Ihr seht, es wird immer noch gebadet. Die Wassertemperatur aktuell kann ich euch leider nicht nennen. Aber dem Mutigen gehört natürlich hier der Sprung in die Fluten. Und ihr seht hier unten gerade das nächste junge Mädel, was hier versucht, dann auch mal den Wassertemperaturen zu trotzen und dann reinzugehen. Ja, der Strand hier ist immer noch nett und übersichtlich und derjenige, der das Chiringuito noch in Erinnerung hat, ja, das Chiringuito gibt es, das wird auch im nächsten Jahr wieder aufmachen, aber aktuell ist natürlich jetzt Wintersaison und es ist geschlossen. Aber für einen Ausflug, ein bisschen zum Relaxen, ein bisschen zu entspannen oder auch mal vielleicht doch irgendwo in einer kleinen Abgeschiedenheit hier ins Meer zu gehen. Cala Gat ist da sicherlich der richtige Ort und der richtige kleine Strand. Parkplätze sind ausreichend vorhanden und damit tschüss. Kennt ihr eigentlich die kleinste Bucht in der Gemeinde Kalaratjada, Cap de Pera? Das ist Cala Literas, direkt hier an der Taucherbucht. Und ja, ich sag mal, bestimmt 6, 7, 8 Quadratmeter groß. Aber sie zählt als Bucht. Und wer Lust und Laune hat, natürlich hier bei Merodriving auch eine ganz, ganz tolle Geschichte und ein wunderschönes Fleckchen Erde zum Relaxen. Last und least, der letzte Strand, der größte. Wir sind an der Cala Aguja und ja, schaut es euch an. Es ist natürlich schon eine wundervolle Situation, die wir jetzt hier haben. Es ist noch richtig für diese Jahreszeit hier Leben. Einige sind im Wasser am Baden. Es gibt ein paar kleine Surfer, die dort hinten mit drin sind. Ja, es ist einfach eine tolle Geschichte. Aber wie gesagt, es ist der größte Strand, den wir hier auf der in dem Bereich von Kalaratjada haben. Und viele sagen, es ist einer der schönsten Strände, die wir hier insgesamt auf Mallorca finden. Ja, das Wasser ist natürlich von der Farbe her schon spektakulär. Letztendlich, auch das hier ist einer der Highlights, wo es sich lohnt, auch im Winter vorbeizugehen. Wir haben hier zwischenzeitlich auch schon mal einen Hund, den wir mitsehen. Wir sehen auch schon mal ein Pferd, was irgendwo mit da durchläuft. Es ist, wie gesagt, Herbstzeit und da gehen die Uhren ein bisschen anders hier. Letztendlich, wir wünschen euch viel Spaß beim Ansehen von den Videos. Und das sind die Strände mal hier in der Kurzfassung zur Herbstzeit. Und damit sagen Monika und ich viel Spaß an diesem Wochenende hier mit dem letzten Blick von der Cala Aguja.